Ja, das Ganze wollen wir einordnen lassen von Daniel Koop für uns in Berlin am Brandenburger Tor. Daniel, ja, die entscheidende Frage ist, tatsächlich im öffentlichen Dienst, was Kitas, was Schulen, was die öffentlichen Behörden angeht, endlich Ende dieser Streiks, dieser heftigen Auseinandersetzung, die wir in den vergangenen Monaten gesehen haben? Also das Ganze muss natürlich jetzt noch von den Mitgliedern dann auch abgestimmt und beziehungsweise vor allem dann auch abgesegnet werden. Aber ja, es scheint so zu sein, als wäre man da gestern in der Nacht, das war ja eine richtige Mammutsitzung, die da stattgefunden hat. Und wir haben ja die Bundesinnenministerin auch gesehen. Sie hat das Ganze ja quasi auch zur Chefsache gemacht, hat sich da selbst eingeschaltet und ist dann in der Nacht auch vor die Mikrofone getreten. Das war eine extrem zähe Sitzung gewesen. Ich habe das eben in den sozialen Netzwerken gesehen. Mit Blumenkohlsuppe hat man sich da wohl versucht, so ein kleines bisschen die Laune zu verbessern. Und was wir auch gehört haben, es war wirklich ein Ringen bis zur letzten Sekunde und beide Seiten sind da an die absolute Schmerzensgrenze gegangen. Es gab in der Nacht, ich habe es eben angesprochen, eine Pressekonferenz, ein Pressestatement. Und was die Seite der Gewerkschaft gesagt hat, da hören wir jetzt noch mal kurz rein. Nur dank dieser Warnstreikmaßnahmen ist es möglich gewesen, dieses Ergebnis zu erzielen. Das Ergebnis ist ein Kompromiss mit Stärken, aber auch mit Dingen, die uns schwergefallen sind, so wie das bei Kompromissen vielfach der Fall ist. Wir hätten uns eine kürzere Laufzeit gewünscht. Wir hätten uns eine stärker ausgeprägte soziale Komponente gewünscht und auch, dass es nicht gelungen ist, eine Altersteilzeitregelung zu verlängern, die es bislang gab, ist für uns schmerzhaft. Unter Abwägung all der Dinge hat unsere Bundestarifkommission beschlossen, unseren Mitgliedern zu empfehlen, in einer Mitgliederbefragung, die wir jetzt beginnen, dem Verhandlungsergebnis zuzustimmen. Unsere Mitglieder haben jetzt das Wort und wir werden diese Mitgliederbefragung bis zum 12. Mai durchführen. Also da haben wir es gerade gehört, Mitgliederbefragung, die durchgeführt werden soll bis zum 12. Mai. Jetzt muss man aber grundsätzlich sagen, für den morgigen Tag ist ja schon wieder ein weiterer Streik angekündigt worden. Hier in Berlin von der Verdi, da soll der Flughafen BER lahmgelegt werden. Die Flughafengesellschaft, die hat schon angekündigt, dass keine Flüge vom BER abgehen werden. Jetzt werden sich natürlich viele fragen, ja, warum wird denn da am BER wahrscheinlich morgen nochmal gestreikt? Man muss da ganz klar unterscheiden, diese Einigung, die da gestern erzielt wurde, das betrifft den öffentlichen Dienst. Das betrifft aber beispielsweise nicht die Menschen, die am Flughafen arbeiten, die teilweise dabei Zeitarbeitsfirmen arbeiten, die nicht zum öffentlichen Dienst gehören. Also ein kleines Aufatmen, wenn die Mitarbeitenden und die Gewerkschaftsmitglieder zustimmen bis zum 12. Mai. Die gesamte Streikwelle, die ist aber in Deutschland noch nicht vorbei. Daniel, danke erstmal für deine Ausführungen. Also im öffentlichen Dienst wird Ruhe einkehren, aber die Streikwelle in Deutschland, die wird auf jeden Fall noch weitergehen. Danke erstmal vor das Brandenburger Tor.